Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und heute habe ich eine Flasche bei mir in die Verkostung zu stehen, die so ein bisschen ambivalent wahrgenommen wird. Ne? Und ich habe mich dazu entschieden, gerade diese Flasche auch vorzustellen, weil zum einen mag ich Ambivalenz. Da hat immer was für mich auch damit zu tun, mit Reibung und Weiterentwicklung. Und zum anderen finde ich einfach diese Abfüllung ziemlich gut. Es handelt sich um den Glenmorangie Signet oder Signet. Viele der Kollegen haben den schon vorgestellt. Ne, darum gehe ich jetzt nur so kurz auf diese hervorragende Ausstattung ein. Eine wunderschöne Holzkiste mit einem festen Inlay, wo die Flasche dann auch drinne steht. Tasting Notes, Farbe steht alles hier. Schwarz sieht immer, finde ich, gut aus, gerade in Kombination mit Gold. Na, das ist so eine, ja, Hommage an die Verbindung von Moderne und Alten. Na, so versteht Glenmorangie auch den Signet an sich zwischen traditioneller Handwerkskunst und modernen Innovationen. Und das spiegelt sich auch hier in dieser Umverpackung wieder. Zum einen schwarzes Holz, sehr modern. Und dieses Symbol, was auf ja, ein Steinrelief in der Nähe von Glenmorangie, von der Distille, den Cat Bowl, zurückgeht, da soll dieses Symbol drinne sein. Das ist eine 4 Meter hohe Steinwand, wo das reingemeißelt wurde. Ja, das ist irgendein keltisches ja, Wellenmuster. Dieses Design zwischen Moderne und Alten setzt sich hier in dieser Flasche eben halt auch fort. Nicht wundern, die Flasche ist getönt. Na, wir haben hier einen traditionellen Korken mit ja, Glasdeckel oder Glaspropfen drauf, massiv schwer. Ja, ich denke mal, gut 100, 120 Gramm wird das Ding haben. Schließt dadurch aber auch extrem gut. Der Whisky ist mit 46 Volumenprozent in die Flasche gekommen. Er soll gefärbt sein und kühl filtriert. Warum man jetzt bei 46 Volumenprozent kühl filtrieren muss, erschließt sich mir nicht. Und es bedeutet für Glenmorangie, dass es in etwa das Flaggschiff ist von ihrer Core Range. Seit 2008, ihr könnt mich da gerne korrigieren, erscheint diese Flasche immer mal wieder, heißt, wird immer mal wieder aufgelegt, hat einen aktuellen Preis von, na, schwankt. Man kriegt inzwischen 110 und 180 Euro. Na, da hat man eine Spannbreite von 70 Euro, gucken lohnt. Und das ist zum Beispiel einer der ersten Kritikpunkte, die von der Community an diese Abfüllung herangetragen wird. Das ist eine NAS-Abfüllung, die so verhältnismäßig extrem teuer ist. Nun sagt Glenmorangie aber ganz klar, dass in diesem Malt, in diesem Single Malt, Whiskys miteinander vermehlt werden, die zwischen 30 und 35 Jahre alt sind. Mit Sicherheit natürlich auch jüngere. Und wenn ich als Distille eine jährlich oder immer wieder verfügbare ja, Abfüllung auf den Markt bringe, wo Whiskys in dieser Altersklasse enthalten sind. Ne, ja, was soll ich denn da für ein Alter draufschreiben? Um den gleichbleibenden Charakter zu erhalten, habe ich vielleicht in den ersten Abfüllungen 30, 35-jährige Whiskys drin. 5, 6, 7 Jahre später sind da vielleicht ein deutlich kleinerer Anteil an 30, 35-jährigen Whiskys drin. Na, vielleicht ein höherer Anteil an 20 oder 22-jährigen Whiskys. Vielleicht auch ein paar jüngere, um den Whisky einfach noch mal ein bisschen mehr Power zu geben. Na, und das sind für mich einfach naheliegende, logisch einleuchtende Gründe, so ein Whisky kein Alter zu verpassen. Damit man einfach über die Jahre Variationsmöglichkeiten hat, um diesen Whisky immer wieder neu kreieren zu können mit einem gleichbleibenden Aromenspektrum.
Ne, gibt es genug andere Beispiele für, wo das genauso gehandhabt wird. Und wenn da eben halt Whiskys in dem Altersspektrum enthalten sind, rechtfertigt das auch meiner Meinung nach den Preis, weil solche Whiskys sind teuer. Weiterhin möchte ich einfach auch die Chance nochmal nutzen und diese unsägliche Preisdiskussion, die sich seit, ja, gefühlt 2 Jahren immer wieder durch die Whisky-Community schleicht, da einfach mal eine Lanze zu brechen. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier über Schnappes. Ne? Gibt nach Horst Lüning, und da gebe ich Ihnen absolut recht, 2 Kategorien von Whisky-Trinkern, den Wirkungstrinker und den Genusstrinker. Und für den Wirkungstrinker, ja mein Gott, ist ein Whisky, ein Single Malt, immer extrem teuer, auch wenn er nur 20 oder 30 Euro kostet. Für 30 Euro kriege ich 6 Flaschen oder 5 Flaschen anderen Stoff, Wodka, Korn oder irgendwas, wo ich mir die 5-fache Menge an Alkohol reinziehen kann. Und für den Whisky-Genießer, muss ich ehrlich sagen, reden wir trotzdem immer noch darüber, dass es Schnaps ist oder es ist ein Luxusgut. Und ob ich nun 30 Euro, 50 Euro, 80 Euro oder 120 Euro für einen Whisky ausgebe, das entscheidet letzten Endes, denke ich, der persönliche Geschmack, das, was man sich gönnen möchte. Und das hat was mit Gönnen zu tun, weil es ist Luxus. Es ist ein absolutes Luxusding. Ne? Was manche Artbacks kosten, davon ernährt sich eine Familie manchmal eine ganze Woche. Ne? Und trotzdem trinken wir das und genießen das. Und warum tun wir das? Weil wir es wollen. Na, und ihr kennt meine Philosophie bei diesem Thema. Bevor ich mir 2, 3 Flaschen von irgendwie einem günstigen Whisky hole, der mir zum Teil gefällt, ja, trinke ich weniger und dafür aber ein Whisky auf, ja, mit dem ich mich auseinandersetzen kann, der mir Spaß macht, der mir Freude bereitet. Ne? Weniger ist da in meinen Augen mehr. Und damit möchte ich diese Diskussion für mich auch abhaken. Weil, wie gesagt, Whisky ist Luxus und bei Luxussachen muss man nicht über den Preis reden, ob das jetzt nun Whisky ist, ob das Autos sind, ob das Schwerter sind oder Bücher. Na? Und ich finde es einfach schade, wenn anderen Leuten durch diese Preisdiskussion ja, die Freude an ihren Whisky verdorben wird. Aber kommen wir zurück zum Signe. Die Eckdaten, hatte ich schon gesagt, gefärbt, kühlfiltriert, 46 Volumenprozent. No its statement, aber Distille sagt, 30 bis 35 Jahre alte Whiskys sind hier enthalten. Von der Reifung ist eine spannende Sache. Ist er wohl in 2 verschiedenen Fasssorten gereift worden. Zu einem in klassischen Oloroso-Sherry-Fässern, wie wir das ja bei den ein oder anderen Sherry-gereiften Glenmorangie auch kennen. Und zum anderen, und das ist so ein bisschen Marketing-Gedönst, aus speziellen Designerfässern, die aus amerikanische Weißeiche hergestellt wurden, die in einem besonderen Gebiet am Nordhang wachsen und dadurch besonders gehaltvoll sind, weil sie langsam wachsen und besonders viel Geschmack abgeben. Ja, also wir haben hier klassische Oloroso Sherry-Fässer und zusätzlich Designerfässer aus amerikanischer Weißeiche. Ob das jetzt nun Virgin Oak ist oder so, dazu habe ich leider keine Angaben gefunden. Weiterhin spannend, es werden verschiedene Sorten Gerstenmalz verwendet. Zum einen regionales Gerstenmalz, was ganz klassisch für Glenmorangie gemeischt und nachher dann eben halt auch gebrannt wird. Und zum anderen als zweites Gerstenmalz High Toasted
Gerstenmalz. Also nochmal stark geröstetes Gerstenmalz, was aber eben halt wahrscheinlich, so habe ich das verstanden, kein Alkohol mehr abgibt, weil der Zucker, der sich in Alkohol verwandeln könnte durch Gärung, bei diesen Gerstenmalz einfach verbrannt wird oder verbrannt wurde. Ne? Dafür gibt dieses Gerstenmalz aber eben halt starke Röstaromen ab, die in Richtung Kaffee, Kakao, Schokolade gehen. Und so setze ich das bei diesem Signet zusammen. Finde ich spannend. Zum einen habe ich die Erfahrung gemacht bei Clamoran G, dass 46 Volumenprozent manchmal ein bisschen viel sind. Nun habe ich mich mit diesem Whisky, da kennt ihr mich, schon reichlich auseinandergesetzt, habe ihn mehrmals im Vorfeld probiert, den habe ich mir einfach gegönnt, na, sind wir wieder da, den wollte ich mir eigentlich zu Jul gönnen, aber durch meine grippale Infektion konnte ich das tatsächlich nicht machen, habe ihn dann aber zu meinem Geburtstag geöffnet und da das erste Mal mit ihm in Kommunikation getreten. Ich kannte ihn vorher bis jetzt nur als auf Sample-Ebene und auch teilweise ein bisschen länger her in der Bar getrunken, fand ihn damals gut, aber das ist immer noch ein anderer Schnack, den in der Bar zu trinken oder als Sample, als ihn halt in der Großflasche, wo sich der Whisky einfach entfalten kann und man den über mehrere Abende auch kennenlernt. Das, was diesen Whisky gut tut, ist Zeit. Zeit einfach im Glas, wo er sich entfalten kann, wo er atmen kann, aber eben halt auch Zeit beim Genießen, um wirklich dieses Spektrum an Aromen, die er hat, aufschlüsseln zu können. Ja, da habe ich schon ganz schön lange gesappelt. Und starten wir in die Verkostung. Ich wundere, ich hatte die Kamera ein bisschen ausgemacht, um wieder jetzt die Aufnahme neu zu starten. Zum einen, dass der Whisky noch ein bisschen atmen kann. Und zum anderen, meine Kamera nimmt bloß 20 Minuten auf. Und wenn ich das nicht sehe, dass das rote Licht, das blinkt, aus ist, dann quatsche ich weiter und dann ist es immer schwierig, die Stelle dann zu finden, wo man dann wieder ansetzen kann. Jo, fangen wir an. Schöne Lecksbildung, liegt ölig im Glas, schon mal ein gutes Zeichen dafür. Ich hatte vorhin gesagt gehabt, dass es bei Clamoran G manchmal ein bisschen schwierig ist mit 46 Volumenprozent. Clamoran G ist für mich eine Distille, deren Destillate durchaus mit 40 Volumen funktionieren und 43 Volumen mehr als ausreichend sind. Bei diesen 46 Volumen nun ist es so, dass wenn man ihn frisch eingießt und sofort die Nase reinhält und verkostet, der eine oder andere macht es so, das wisst ihr. Entschuldigung. Hat man eine relativ starke alkoholische Note drin, die aber verfliegt, wenn man ihm, wie gesagt, Zeit gibt, sich zu entfalten. Und das, was er denn präsentiert, ist eine schöne Sherry-Note, leicht, nicht erschlagend, Holz, Vanille, eine schöne Fruchtigkeit, die, ja, eine Zitrusfruchtigkeit, die aber auch so eine Schwere mitbringt. Reife, überreife, tropische Früchte, aber auch was Dunkles. Sherry-lastiges, Pflaumen nicht, eher so Feigen, Datteln, vielleicht auch eine Spur Rosinen. Was ich hier spannend finde, und das ist eben halt das, was ich eben halt auch meine, dieser Whisky ist durchaus komplex,
dass sich die Aromen schon in der Nase abwechseln. Ich habe hier eine leichte, schöne Säure durch die Zitrusfrüchte, eine herbe Note, die ich jetzt aber noch nicht so richtig greifen kann, ob die vom Holz kommt oder von den Oloroso-Fässern. Eine schöne Fruchtigkeit, eine Süße, eine Fruchtsüße. Und ja, auch schon die Assoziation von Kaffee. Espresso. Also die Röstaromen sind schon da. Und ein gewisser Holzeinfluss ist in der Nase auch zu spüren. Jetzt nicht Schrankwand, Eiche rustikal, das nicht. Aber auch nicht frisch aufgesägtes Holz, sondern schon abgelagertes Holz, was man frisch aufschneidet. Oh, die Nase ist toll. Dann hatte ich ja in der Vergangenheit, wisst ihr, den Belvini 16 Jahre Triple Cask und den Glenfiddich Reserve Cask Rating 2 mehrere Whiskys gehabt, die eine fantastische Nase hatten, die aber am Gaumen nicht überzeugt haben. Dann könnt ihr gespannt sein, wie sich das bei diesen hier verhält. Ja, diese frische Note wandelt sich so leicht in so, ja, so was Minziges in Verbindung mit diesen Röstaromen, diesen, ja, Espresso, Kaffee, Kakao, aber jetzt nicht hier irgendwie Kaba oder sowas oder Nestle, das mit Sicherheit nicht, sondern richtiger Kakao, hat es auch so eine, ja, Assoziation bei mir, na, After Eight, so in diese Richtung. In der Nase sehr kräftig, sehr maskulin, sehr vital. Aber eben halt mit einer wunderbaren Komplexität und einem schönen Aromenspektrum. Ja, und das sind so für mich so Anzeichen dafür, dass hier wirklich alte Fässer mit jungen vermehlt wurden. Wahrscheinlich sind die alten Fässer diese Oloroso-Fässer. Und die jungen, na, auch vielleicht diese minzige Note aus amerikanischer Weißeiche. Gerade jetzt mit dieser Verbindung von Vanille und tropischen Früchten. Schön. Einfach schön. So. Schöner Antritt. Die 46 Volumenprozent schieben die Aromen nach vorne. Speichelfluss anregen, cremiges Mundgefühl. Und jetzt macht er auf im Mund. Jetzt, wo ich ihn runtergeschluckt habe, wo man denkt, oh, ne, lecker, macht er auf. Entfaltet nochmal alles. Lang anhaltend, extrem lang anhaltend. Man hat eine Süße, man hat eine deutliche Sherry-Note. Man hat aber auch deutliche Vanille, Fruchtsüße, immer noch präsent. Eine leichte, im hinteren Rachenraum, eine leichte Ingwer-Schärfe. Was Frisches, Minziges, wieder da. Gerade so am Zahnfleischraum. Zitrus, Früchte sind da, eine leichte Säure. Ohne die jetzt greifen zu können, was das ist, Zitrone oder Orange, ja, Orange mit Sicherheit. Und jetzt, nach diesem langen, extrem langen Abgang, den er hat, kommt die Eiche. Aber mit so einer leichten Eichenbitterkeit. So was Dumpfes, schon fast muffig, motriges. Jetzt nicht negativ gemeint, aber es ist keine frische Eiche, wollte ich damit sagen. Ne? Das ist jetzt hier nicht irgendwie ein Virgin-O-Charakter, wie man es bei der einen oder anderen Abfüllung erkennt.
die damit experimentieren, sondern das ist eine Eiche, die ja, gehaltvoll ist, die alt ist. Na? Es geht also, ne, im Abgang ist es schon Eiche rustikal, aber ohne jetzt wirklich extrem oder unangenehm bitter zu sein. Ja, darauf habe ich gewartet. Im ersten Schluck war das gar nicht so präsent. Da kann aber auch sein, dass ich durch die Aromenfracht zu sehr abgelenkt war. Jetzt ist er da. Jetzt habe ich die Röstaromen. Aber deutlichere Röstaromen. Das ist wirklich Espresso pur. Das ist dunkler, schwerer Kakao. Also noch ungesüßter Kakao, ne? Kaffee. Dunkle, mindestens über 85-86% liegende Schokolade vom Kakaogehalt. Wenn nicht sogar schon über 90%. Trocken. In Verbindung mit dieser frischen Säure und der immer noch vorhandenen Fruchtigkeit. Total spannend. Die Vanille, die ich beim ersten Schluck hatte, habe ich jetzt beim zweiten Schluck nicht mehr so präsent erlebt. Dafür aber kamen halt diese ja, Röstaromen. Ne? Der ein oder andere könnte da vielleicht sogar eine Spur Rauch wahrnehmen. Ist aber nicht, Glenmorangie hat kein rauchiges Malz, verwendet auch kein rauchiges Malz. Das kann durch diese Röstaromen sein, dass wir einfach diese Assoziation haben, bei so starken Röstaromen auch wahrscheinlich Rauch wahrzunehmen. In der Nase ist er nicht da. Aber am Gaumen könnte man den Verdacht haben. Wie gesagt, kräftig, voluminös, maskulin. So wie ich ihn in der Nase wahrgenommen habe, ist er am Gaumen auch. Was ich spannend finde hierbei, oftmals hat man es ja so, dass die Tannine, die Bitterstoffe, von Schluck zu Schluck abnehmen und der süße Raum machen. Hier habe ich den Eindruck, dass der Röstaromencharakter von Schluck zu Schluck stärker wird. Jetzt auch so ein Pritzeln im Mundraum, so eine ganz leichte Ingwerschärfe, die aber einen schönen Kontrapunkt nochmal setzt, zusammen mit der Säure, zu dieser, ja, bin ich vorhin noch gar nicht darauf eingegangen, cremigen Textur. Und nun lang anhaltend, langer Abgang. Da hat man lange schönes Mundgefühl von. Und die Bitterkeit, wie gesagt, die da ist, das sind Tannine, so Röstaromen, keine Frage, überfordern einen aber auch nicht. Da gibt es genug andere Beispiele, wo ich sage, moah, das ist, als wenn man auf ein Stück Eiche rumkaut oder ne, hier in der Verbindung mit dieser minzigen Charakter hat es was Frisches, was Kräftiges, ne, was Belebendes. Der ist gut. Toller Whisky. Absolut. Ende letzten Jahres im Border Shop habe ich den für 110 Euro gekriegt oder 111. Davor lange Zeit nachgejagt, den nicht bekommen im Border Shop für einen, sagen wir mal, für vernünftigen Preis. Habe ich mir den dann irgendwann im Netz bestellt. Also, ich habe zwei Flaschen davon und bereue den Kauf nicht, definitiv nicht. Dieser Whisky ist eine Erfahrung wert. Definitiv. Wer jetzt keine Großflasche haben möchte, kann ich nur anraten, sich ein Sample zu besorgen, weil das ist wirklich was Besonderes. Und das ist ein Whisky, der einen in seiner geschmacklichen Weiterentwicklung ein Stück voranbringen kann. Weil in der Form, in der Qualität habe ich dieses High Toasted Malt Malz
noch nicht gehabt. Irgendwann habe ich schon mal einen gehabt mit Schokoladenmalz. Der war nicht ansatzweise so voluminös wie dieser hier. Eine Großflasche kann man sich aber auch kaufen. Also für mich sind die erste Flasche, wie gesagt, habe ich so um die knapp unter 150 Euro bezahlt, etwas über 140, 148 oder so. Ist es wert. Definitiv. Habe ihn jetzt mehrmals jetzt im Glas gehabt, bereue den Kauf nicht. Das ist kein Whisky zum Zechen. Ne? Wo dann am Abend dann auf einmal die halbe Flasche leer ist. Das wäre schade. Eingangs sagte ich ja auch, das ist ein Whisky, der Zeit braucht und auch Zeit in der Auseinandersetzung. Wird ein ziemlich langes Video, glaube ich. Ja, und so sollte man ihn sehen. Das ist so für mich so ein Vertreter, wo ich sage, lieber kaufe ich mir davon eine Flasche, als, mal grob durch den Daumen gerechnet, drei Flaschen von den La Santa. Ja, in dem Sinne hoffe ich, dass ihr mein Statement zum Preis versteht, dass ihr meine Notes für diesen Whisky nachverfolgen könnt und ja, dass euch das Video unterhalten hat. Wenn euch das unterhalten hat und ihr habt mich noch nicht abonniert, drückt auf Abonnieren. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn ich hier für euch einen Whisky probiere. Und in dem Sinne habe ich heute auch genug geschwafelt und gesappelt. Entlasse ich euch in die Arbeitswoche. Dann geht fürs Bruttosozialprodukt arbeiten. Ciao.